gewidmet zu diesem halbrunden Jubiläum, von dem wir eingangs ja schon einiges gehört haben und einen Rückblick auf die 65 Jahre geworfen haben, kann zu einem Teil natürlich Referenz sein, dass dieses dann in der Hauptstadt stattfindet. Ist es aber nur zu einem Teil, sondern natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass dieser Tourismusstandort in den letzten Jahren einen sehr intensiven Wandel erfahren hat. Der Städtetourismus ganz allgemein natürlich, aber Wien auch wieder ganz im Speziellen. Wir werden gleich erfahren, wie sich da beispielsweise die Nächtigungen in der Stadt, in welchem kurzen Zeitraum nämlich, verdoppelt haben oder was die weiteren Aussichten sind. In den letzten 10 Jahren hat die Geschicke des Tourismusstandorts Norbert Kettner geleitet, er ist Geschäftsführer des Wintourismus, und wir werden mit ihm einen Blick auf die Stadt werfen und wie sich der Tourismus hier entwickelt. Liebe Präsidentin, liebes Präsidium, liebe Mitglieder der ÖHV, vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Ich wurde gebeten, was zu Robotik und Digitalisierung zu sagen. Das werde ich nicht tun. Da gibt es Berufenere. Ich werde mich darauf zu konzentrieren, eine kleine Tour d'Horizon zu geben, soweit man das nach Professor Hengschläger überhaupt noch machen kann, sage ich einmal. Wie der Mensch doch in unserem Business auch immer noch ein Zentrum bleiben wird, bei aller Konfusion, bei aller Unsicherheiten über die zwei Zukunften, die vor uns liegen, die berechenbare und die unberechenbare. Aber trotzdem glaube ich, dass der Mensch im Mittelpunkt ist. Ich habe keine Scheu, das zu tun, weil ich weiß,
von unserem freundschaftlichen Verhältnis mit der ÖHV in Wien, aber auch insgesamt, dass ihr auch Querdenker seid und ihr sehr gut die verschiedenen Fäden zu verknüpfen versteht, die auch den Tourismus ausmachen. Wir sind nicht nur eine Insel in der Wirtschaft, eine Insel in der Gesellschaft, sondern eigentlich ein Spiegelbild dieser Gesellschaft in vielen Bereichen. Und das sollten wir auch nie vergessen. Mir ist eingefallen, ein persönlicher Aspekt nach dem Professor Hengstschläger, wo er gesagt hat, wir müssen eigentlich die Lehrpläne entrümpeln. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich einen Rhombus im freien Raum schweben lassen musste und die Kubatur ausrechnen. Ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es heute nicht. Und schon eine Zahl auch wieder im Sinne der Vernetztheit. Was bedeutet Bildungswesen für uns? Ich glaube, die OECD ist erwähnt worden. Wir haben in Österreich das zweitteuerste Bildungswesen der OECD und das zweitschlechteste. Sie sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn Sie eine Einheit bei sich im Unternehmen hätten, die solche Ergebnisse liefern würden, Sie würden sich Gedanken machen und wahrscheinlich irgendwann einmal zur Tat schreiten. Also finde ich ganz spannende Aspekte, die wir da auch jetzt mitgekriegt haben unter diesen vielen Aspekten. Aber ich möchte mit etwas Tröstlichem beginnen. Wir haben ja auch oft diskutiert in Wien, Bettenboom, Bettenzuwachs, ja, den gibt es in den letzten Jahren. Aber wir haben auch immer gesagt, die Nächtigungen und vor allem auch die Umsätze können Schritt halten, wenn wir alle zusammenhalten. Und für die Umsätze kann man nur sagen, im heutigen Jahr, das wissen wir schon, sind die Umsätze in Wien doppelt so schnell gestiegen wie die Nächtigungen. Da wollen wir, glaube ich, alle hin, gemeinsam im Tourismus. Es geht nicht nur um diese Einheit Nächtigung, sondern es geht darum, was überbleibt. Da gibt es ein paar andere Faktoren auch noch, was wirklich dann überbleibt am Schluss. Aber wir haben einmal ein bisschen in der Tourismusarchäologie betrieben. Und Sie sehen hier eine Entwicklung von 1919 bis 2016, alle Unterkünfte, die Nächtigungen plus 100%, aber wir haben auch immer mitgehalten sozusagen mit dem Zimmerwachstum, mit dem Bettenwachstum. Sie sehen hier auch historisch ein paar Punkte, die Einbrüche 1992, erster Golfkrieg, 2001 die Verflachung nach 9/11. Hier hat es uns besonders böse erwischt, weil eigentlich in der großen Weltwirtschaftskrise 2008 die Betten ja geplant waren, weil plötzlich der Druck weg war vom Markt. Das haben wir unmittelbar gespürt auch. Also Sie sehen auch hier immer ein wenig Historie dabei. Und bei den, drücke ich am falschen Knopf. Computer says no. Kann mir jemand helfen? Es kommt dann noch eine, also auch noch eine tröstliche Grafik, wo wir sagen, also wir können auch mit dem Bettenwachstum, wir können mit mehr Competition am Standort auch umgehen. Muss gut geplant werden. Was wir nicht wollen, was die ÖHV nicht will, wir sind nicht jemand, der sagt, bis jetzt war es ja gut, aber jetzt muss wirklich mal Schluss sein mit dem Bettenwachstum. Und wer bestimmt das dann, wer noch ein Hotel eröffnen darf? Wir kennen das Problem Overtourism, ganz Europa mittlerweile, aber nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Wir widmen uns dem Thema sehr intensiv, aber wenn es stimmt, genau. Hier sehen Sie noch einmal Hotelpensionen, eine Grafik aus der Vergangenheit, weil hier ist Airbnb noch nicht dabei. Die Zuwächse bei den Betten außer Airbnb oder anderen Plattformen sind enorm. Umsätze wissen wir noch nicht so genau, das weiß niemand. Du hast es erwähnt mit der Kreditkarte auf Malta. Schauen wir mal, was da passiert. Wo? Gibraltar, ja. Aber auch hier sehen Sie noch einmal die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Nächtigung plus 95%, Betten plus 66%. Also die Nächtigungen sind sogar noch deutlich raufgegangen im Vergleich zu dem Bettenzuwachs. Jetzt kommen wir zurück zu den Menschen. Ich habe eine These, in einem Unternehmen müssen die Visionäre vorne stehen und wir brauchen aber auch die Pragmatiker im Hintergrund, die also diese Visionen auch pragmatisch abarbeiten können, in Geschäftsmodelle umwandeln können und so weiter. Das gilt auch für die Politik, glaube ich, also man braucht Visionen in der Politik. Ich bin nicht der Meinung, dass man einen Arzt braucht, sondern man muss auch wirklich wissen, wo man hin will. Und ich habe einfach ein paar auch wieder kurze historische Punkte rausgeholt. Hier
Kongress Rosenberg Professor Hengstschläger, Vertreter der Wiener Medizinischen Schule. Wir sind jedes Jahr unter den Top 3 global gesehen bei den Convention-Orten. Zur Erinnerung, es gab das erfolgreichste Volksbegehren in Österreich mit über 1,3 Millionen Unterschriften gegen das Austria Center. Ich habe das aufgeschrieben, gegen unnötigen Konferenzplatz. Man könnte 12.000 Wohnungen damit bauen. Das waren die Argumente damals. Wie gesagt, das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten in Österreich gegen Convention Business in Wirklichkeit. Sie sehen hier die Zahlen bei den Veranstaltungen in diesem Zeitraum, plus 315% bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch ein bisschen zum Überlegen, direkte Demokratie, was wir so reden, hat man da immer recht? Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Wir bleiben in Wien kurz. Helmut Zilk. Helmut Zilk hat nicht nur gesagt, ich will ein Nachtleben in meiner Stadt, und hat es dann auch, wer Wien in den 70er Jahren kannte, ich kannte es nur vom Hörensagen, weiß, dass es kein Nachtleben gab. Man hat mir gesagt, gerade gestern in der Nacht hat man es durchaus wieder ausprobiert, ein paar von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es gibt ein Nachtleben hier, was er auch gemacht hat, aber er hat die Weihnachtszeit aktiviert mit Christkindlmärkten und so weiter. Und Sie sehen auch hier noch einmal die Entwicklung von 1919 bis 2016 plus 190%. Also ohne November mittlerweile sogar und Dezember hätten wir schwierig das ganze Jahr eigentlich. Liveball feiert heute 25. Geburtstag. Eine vollkommen Wahnsinnsidee. Aber der Helmut Zilk hat gesagt, probieren wir es mal. Also ich war sogar damals fast Zeuge, wie der Gary Kessler zum Helmut Zilk gegangen ist und gesagt, er nimmt mit der vollkommen irren Idee, sowas zu tun. Heute, wenn man sich Mai, Juni anschaut, spielt der Liveball eine spürbare Rolle im Tourismus in Wien. Gehen wir ein bisschen nach hinten, gehen wir über die Grenzen. Ludwig II. Hat Bayern an den Rand des finanziellen Abgrunds geführt, unter anderem, indem er das Ding gebaut hat. Neuschwanstein ist heute, glaube ich, immer noch unter den Top 3 der deutschen Sehenswürdigkeiten, hat natürlich nur dann den bayerischen Staatshaushalt eigentlich ruiniert, fast ruiniert. Also man darf nie in der ersten Reihe sein, man muss sozusagen immer bei den Erben dabei sein. Dann hat man die Schulden los und sagen, man kann noch genießen. Ähnliches zum Beispiel große Infrastrukturprojekte, Ärmelkanaltunnel. Da sind, glaube ich, 16 Gesellschaften zugrunde gegangen. Aber heute ist das Ding da und heute ist es super profitabel und verbindet uns immer noch auch mit dem künftigen Nicht-EU-Mitglied Großbritannien, was ich auch sehr wichtig finde. Und auch noch einmal hier, wir sind hier an der Ringstraße, ist ein Bau hier aus, glaube ich, 1913, ganz spät eigentlich schon. Die Ringstraße hätte nicht stattgefunden, wenn ein Kaiser nicht gesagt hätte, ich will das ganz einfach. Das war damals mit dem Bau, mit dem Umbau von Paris durch den Präfekten Osman, das größte Stadtentwicklungsgebiet der Welt überhaupt. Ich traue mir gar nicht vorzustellen, was heute für Diskussionen wäre, wenn man so ein Bauprojekt in Wien umsetzen wollte. Ein mittelgroßes Hochhaus ist hier schon der Weltuntergang. Ganz spannend irgendwie. Kommen wir zum Tourismus zurück noch einmal. 1,235 Milliarden internationale Ankünfte weltweit. Und keiner von diesen 1,325 Milliarden ist ein Tourist. Das sind alles Locals auf Zeit, schauen mal vorbei irgendwo, keiner ist mehr Tourist. Riesige Herausforderung für uns im Marketing, im Destination Management und im Destination Marketing natürlich. 50% der Ankünfte schon in den Städten. Auch wieder tröstlich, Europa ist und bleibt der größte Quellmarkt mit über 600 Millionen internationalen Ankünften. Also 50% wird nach wie vor in Europa passieren, wie in vielen anderen Bereichen genauso. Lassen wir uns nicht ständig verunsichern über unser Europa, so schlecht sind wir nicht. Also in vielen anderen Bereichen gilt das genauso. Und hier auch noch einmal die Entwicklung von 1950 bis 2030. Sie sehen hier 1950 klarerweise 5 Jahre nach dem Weltkrieg. Aber die Voraussagen, soweit man das überhaupt machen kann, gemäß den Voraussagen gehen wir auf 1,8 Milliarden internationale Ankünften im Jahr 2030. Wir wollen natürlich aus Österreich und Wien einen möglichst großen Anteil daran haben. Kurz zu Wien.
Ja, da steht Weltstadt. Das habe ich aufgeschrieben, das traue ich mich. Was macht der Weltstadt aus? Ich gehe jetzt nicht durch. Das sind die schwierigsten Definitionen überhaupt. Ein wichtiger Punkt ist die Balance zwischen Chaos und Ordnung. Also große Städte wirken oft chaotisch, aber es ist auch ein bisschen in der Natur von großen Städten, dass sie unkontrollierbar sind. Also die Idee, du kannst jeden Aspekt des Lebens, jede Ecke in der Stadt kontrollieren, ist eigentlich eine sehr schiere Idee, finde ich eigentlich. Also Stadt muss auch ein bisschen unkontrollierbar sein. Es gibt eine Balance zwischen Chaos und Ordnung. Die Balance sollte schon eben eine Balance sein. Ich finde es sehr schön dicht, hybrid und theatralisch. Eine Stadt ist eng. Also wenn wir die Diskussionen in Wien haben, mein Gott, die U-Bahn ist so voll. Ich muss an der Stoßzeit 2 Züge abwarten, bis sie reinkommen. Und es sind nur die Touristen. Ist natürlich ein Blödsinn. In den letzten 15 Jahren ist Graz nach Wien gezogen. 300.000 Einwohner mehr. Und wir sind immer noch nicht dort, wo wir vor 100 Jahren waren. Also bei über 300.000 Einwohner fehlen uns immer noch dort. Hybrid, eine Stadt ist vielfältig. Da leben Menschen aus allen Kulturen, aller Religionen, aller Rassen. Nicht immer problemlos, aber es ist auch nicht sozusagen der Höllenschlund, wie das ab und zu dargestellt wird. Attraktive in- und ausländische Talente. Eine Geschichte dazu. Die Republik und Wien haben eine ausgezeichnete Bewerbung für die EMA abgegeben, die European Medicines Agency. Also in Zahlen gegossen, wären es ungefähr 100.000 Nächtigungen für Wien gewesen. Auch das ökonomisch beste Angebot an die Europäische Union. Es gab eine Abstimmung unter 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EMA, alles hoch ausgebildete Experten. Da war Wien gemeinsam mit Amsterdam und Barcelona in der Top-Gruppe. Also wo wollen wir hin mit unseren Familien? Mir hat der Generalsekretär da immer sogar gesagt, ausdrücklich gesagt, unsere Mitarbeiter brauchen Diversität. Also gibt es ein Lebenskonzept, Mama, Mama, Papa, Papa, Kind und so weiter. Also ist das überhaupt ein Thema? Riesiges Thema, wir waren unter den Top 3 bei den Mitarbeitern. Was ist passiert bei der Abstimmung? Wir haben 4 Stimmen gekriegt. 3 haben wir uns selber gegeben, Österreich, und irgendein Barmherziger hat uns noch eine Stimme gegeben. Das heißt eigentlich, dass wir ziemlich isoliert sind in Europa. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo wir auch darüber nachdenken sollten, wie wir uns als kleines Land im Vergleich zu anderen einbringen in die Welt und in die Europäische Union. Ein paar Zahlen nur. Zu Wien noch einmal, 20% der Bevölkerung erwirtschaften 25% des BIP, Wachstum, Exportquote bei 90%, da ist der Tourismus dabei. 56% aller Neuansiedlungen in Österreich finden in Wien statt. Ein bisschen zum Tourismusstandort, Overtourism ist ein großes Thema, wo wir haben Vorteile, für die wir nichts können. Das können wir uns auch nicht umhängen, der geniale Otto Wagner hat die Stadt für 4 Millionen Einwohner geplant. Also wir haben Platz. Wenn ich mit den Kollegen in Amsterdam rede, die haben null Platz, weil die Stadt einfach eine sehr bürgerlich geprägte, kleine, enge Stadt ist mit ungefähr 600.000 Einwohnern. Die Tourismusdichte ist bei 8,2%. Das ist immer Nächtigung im Vergleich zur Einwohnerzahl. Das ist ein bisschen unter dem europäischen Durchschnitt. Airbnb, ein großes Thema, wo wir auch immer mit der Hoteliersvereinigung sehr intensiv uns auseinandergesetzt haben. Wien ist das erste Bundesland, das ein Landesgesetz erlassen hat, um zu versuchen, das Thema Plattformen irgendwie zu regeln. Ein großer historischer Vorteil, 40% der Wiener Wohnungen gehören der Stadt oder sind vom Steuerzahler mitfinanziert. Die sind per se außerhalb dieses Regimes. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass nicht auch eine Gemeindewohnung ab und zu mal auf der Plattform ist. Aber im Prinzip, und da ist die Stadt ganz geschickt, Drohpotenziale aufzuzeigen, ist das eine Erleichterung für uns alle. Ich persönlich würde für die Zukunft auch vorschlagen, tatsächlich, was andere Städte machen, eine zeitliche Limitierung einzuführen. London liegt, glaube ich, mittlerweile bei 30% des Jahres, kannst du in diesen 30% des Jahres kannst du deine Wohnung vermieten. Ich halte das für eine sehr gute Idee, man muss klären, wie das mit dem Eigentumsrecht und so weiter ist. Aber da ist einiges noch vor uns. 90% der Wienerinnen und Wiener unterstützen die Ziele der
Tourismusindustrie. Warum wissen wir das? Wir machen ein laufendes Monitoring. Wir fragen jedes Jahr 3.500 Wienerinnen und Wiener, was sagt sie zum Tourismus, runtergebrochen auf bestimmte Fragen auch noch einmal. Warum? Weil wir gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wachsen wollen. Wir sehen nicht den Tourismus irgendwie als ein Nebenprodukt in der Wirtschaft, sondern wir wollen gemeinsam mit der Bevölkerung, wir brauchen auch die Bevölkerung, dass sie den Rückhalt brauchen auch. Das Motto haben wir uns gestohlen bei den Amsterdamern, die haben ein sehr schönes Motto für die Stadt, lebenswert für die Bewohnerinnen, liebenswert für die Besucher und profitabel für Unternehmen. Ich finde das ein super Dreisatz eigentlich, das haben wir gestohlen, ganz schamlos von den Kollegen in Amsterdam, aber sie wissen das. Unsere Strategie, viele von Ihnen kennen das mal, Destinationsmanagement-Strategie, 5x400 plus 20, Leitmotiv Global Smart Premium, 5 Ausgangsjahr 2013, vom Jahr 2013 ausgehend 5 Millionen mehr Nächtigungen im Jahr 2020, 400 Millionen mehr Hotellerieumsätze, sind wir im Plan momentan, plus 20 neue Direktflugverbindungen in alle Welt, da liegen wir momentan bei 15, glaube ich. Also da fehlen uns noch ein paar, machen 2020 aus. Wir beginnen heuer schon mit den Planungen für 2025 bzw. 2030. Localhood. Schön, dass Sie kriegen immer viele Worte, viele neudeutsche Worte mit. Ich habe es davor erwähnt, 1,3 Milliarden Besucherinnen und Besucher, keines mehr Tourist. Was ist die Hauptattraktion einer Stadt? Es sind letztendlich die Bewohnerinnen, weil wir machen als Bewohner, also nicht nur einer Stadt, sondern generell einer Destination, wir machen eigentlich das Image der Stadt. Das ist auch ein Thema, das man beim Nation Branding ein bisschen beachten muss, glaube ich. Es reicht nicht, etwas von sich zu behaupten, sondern man muss es also auch leben. Und am besten ist es, wenn es andere sagen über einen, das ist immer das beste Lob eigentlich. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht in eine schnelle Sackgasse begibt. Live, sleep like with a local, of course, das gehört immer dazu. Eat, drink like with a local, experience like with a local. Da kommt die Digitalisierung ins Spiel natürlich. Das sehe ich nicht als Bedrohung, sondern sehe ich als unglaubliches Betätigungsfeld, nämlich diese Individualisierung der Ansprache. Ich glaube, man muss ja auch nicht über Gebühr davor fürchten. Ich glaube, dass bewusst Popanze aufgebaut werden bei der Frage, nämlich nach dem Motto, Konfusion ist unser Geschäft und gerade auf der betrieblichen Ebene sind sie einem Sperrfeuer ausgesetzt von, ich sage es jetzt einmal ganz offen, Scharlatanerie und wo Konfusion eigentlich im ersten, das erste Moment und das wichtigste Moment ist. Und da, glaube ich, sollten wir gemeinsam auch Wege finden. Es gibt eine Renaissance der Soft-Faktoren, Emotion, Empathie, Human Touch und es geht alles um Menschen. Hier auch noch einmal ein bisschen den Viersprung, den wir in Wien versuchen, wie wir das Image der Stadt weltweit auch verkaufen wollen. Authentisch, aber nicht provinziell. Weltläufig, aber wechselbar. Involviert, partizipativ und erlebnisreich. Wir alle kommen um Innovationen an anderen Bereichen nicht herum. Der Professor Engschläger hat ja nicht über sich geredet, aber er ist Teil eines Silicon Valleys in der Genetik. Also es gibt Bereiche, wo Österreich tatsächlich auch in der Weltliga ist und er ist ein Vertreter davon. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Innovationen kommen aus vielen Bereichen. Und ich habe noch einmal einen Blick zurück in die Historie. Der Reisepass, der im 15. Jahrhundert erfunden worden ist. Der Guide Michelin, übrigens für uns Touristiker spannend. Das erste Modell für Content-Marketing, warum gab es einen Guide Michelin? Die Menschen fuhren mit den Autos durch Frankreich und mussten irgendwo essen gehen. Und man hat es gleich, wenn man ein Auto gekauft hat, hat man gleich irgendwie den Guide Michelin dazu gekriegt, damit du auch weißt, wo kriegst du Benzin, was keine Selbstverständlichkeit war damals, und wo gehst du gut essen. Das war eigentlich der Beginn von Content-Marketing von einem Reifenhersteller. Also auch hier wieder, wo sind die kommenden Innovationen her? Die Normalzeit 1907, bis dahin gab es unterschiedliche Zeitzonen in Europa. Prag hatte eine andere Zeit als Wien. Das war sehr lustig beim Bahnverkehr, man konnte sich eigentlich überhaupt nicht auf irgendwas verlassen. Einführung der Normalzeit, Kreditkarten, Computer Reservation System, der Geldautomat 1959, Airline Deregulation Act, von Deregulation ist viel die Rede immer gewesen, war ein großer Schritt.
der Airline Deregulation Act, Mobiltelefon, da komme ich noch einmal drauf zurück. Und ich habe es dazu genommen, wir können die Augen nicht vor der Realität verschließen. Airbnb ist eine Innovation. Aber wir als Gesellschaft haben das Recht auch zu sagen, wie und wo wollen wir Innovationen nutzen. Ist es automatisch das Recht des Stärkeren oder so weiter? Oder wollen wir sagen, wir wollen gemeinsam, konstruktiv, fair eine Umwelt schaffen dafür? Ich bleibe kurz bei der Mobiltelefonie, weil ich wurde gebeten, über Menschen zu reden, und über schöne Menschen zu reden ist besonders super. Hedy Lamarr, wer kennt Hedy Lamarr? Damals die schönste Frau der Welt. Warum hier? Ohne diese Dame aus Wien gibt es keine Mobiltelefonie. Sie ist ja in den 30er Jahren in die USA ausgewandert, hat auch ein politisches Gespür gehabt, und sie hat für die US-Armee entwickelt ein sogenanntes Frequenzsprungverfahren, um die Funksignale der Torpedos zu tarnen, damit man die Torpedos nicht mehr orten konnte. Das hat sie mit einem anderen Erfinder auch noch einmal gemacht. Also auch so schön kann Innovation sein. Und aus so vielen verschiedenen Ecken kommt Innovation auch noch mal her. Standardisierung und Personalisierung. Wo stehen wir? Zum Beispiel bei der Digitalisierung. Ich kann für mich nur sagen, ich habe nicht die Antworten, geschweige denn die Fragen. Also ich kann nicht einmal die richtigen Fragen stellen. Das heißt aber, man kann relativ, ich glaube das zumindest, man kann relativ schmerzbefreit sich in Themen reinstürzen. Sie alle kennen die Schlagwörter, ja, Trial and Error und Rapid Prototyping, einfach mal probieren Dinge, mal Dinge einfach anzugehen. Ich habe ein Bild, wenn Sie nach oben schauen, die Kristallluster, das waren die ersten Kristallluster nach der Elektrifizierung. Und natürlich waren die Kerzen nach oben, weil die herkömmlichen Kerzen haben nur funktioniert, wenn sie nach oben gezeigt haben. Und man hat einige Jahre gebraucht, bis man gemerkt hat, dass man eigentlich mit Glühbirnen andere Luster bauen kann. Und wenn wir in der Hotellerie sind, wenn Sie ins Hotel Sacher schauen, hinten im Salon Anna Sacher, glaube ich, ist das, da hängen die ersten Kristallluster, wo die Glühbirnen nach unten zeigen. Das war eine Rieseninnovation damals. Man ist plötzlich draufgekommen, mit Glühbirnen ist man vollkommen befreit eigentlich. Man hat die Form zwar noch, den theresianischen Luster benutzt, aber man hat dann schon probiert auszuprobieren. Ich glaube, wir sind bei der Digitalisierung in dem Zeitpunkt, wo wir noch die Glühbirnen oben reinschrauben, weil einfach unser Mindset noch so gebaut ist. Das ist nichts Böses, aber wir wissen noch nicht einmal, wo die richtigen Fragen sind, und einfach ein paar Schlagworte dazu. Und jetzt würde ich ein Beispiel Film zeigen, der mit Stadt überhaupt nichts zu tun hat, aber der ganz schön zeigt, wie man auch Blickwinkel ändern kann und dass es trotz allem auch noch Low-Tech gibt. Und den Film würde ich jetzt bitten einzuspielen. Muss ich drücken nochmal? Ah ja. In einer Welt, in der allt fler pratar om virtual reality, är vi stolta över att presentera natural reality. Så det här är alltså natural reality-glasögon. Här får du ett. Här får du ett. Så träna försiktigt med hjälp av båda händerna över huvudet. Ska jag ner? Ja, precis. Det känns ju till och med kallt. Nu är det 360. Mm. Det är nästan som man bara vill ta på allting. Det är blött. Ja, precis. Och när jag går rätt fram här nu så är det precis som att grenarna kommer emot mig här. Visst är det amazing. Det är helt amazing. Zwingen Sie mich nicht, diese
den finnischen Titel des Films wiederzugeben. Gibt es auch leider nicht in englischer Übersetzung auch noch einmal, wie oft der Blick, ein Wechsel des Blicks sozusagen viel bewegt. Ganz kurz eine Einschaltung in eigener Sache, auch noch einmal, wenn es um den Menschen geht. Wir betreiben seit vielen Jahren den Vienna Experts Club, wo es genau um den Kontakt mit den Menschen geht. Den Vienna Experts Club, wo wir 900 Mitglieder aus der Hotellerie haben, Kollegen aus den Rezeptionen, Conciergen und so weiter, wo wir denen auch regelmäßig sehr intensiv auch die Destination nahe bringen, weil wir schon glauben, dass das die Dinge sind, und wir haben ja das bei der Präsentation von Herrn McAfee in der Früh auch gesehen, dass es Bereiche gibt, nämlich bietet deinen Gästen ein tolles Erlebnis, dass die auch immer noch personalisiert sind, und das sind die 900 Personalisierten, die wir auch besonders gut betreuen wollen, und 18.000 Mitglieder der Vienna Experts Club International. Das sind auch Menschen, die unmittelbar mit den Kunden im Kontakt sind, auf vielen Ebenen auch noch einmal. Das heißt nicht, dass wir nicht alle Tools der Digitalisierung natürlich nutzen, aber es geht ja auch ein wenig um den Menschen in diesem Vortrag, und das wollte ich auch noch in der eigenen Sache auch anbringen. Und das auch noch einmal zur Glühbirne. Wer kennt das Telharmonium? Mark Twain hat darüber geschrieben, das war eine Weltsensation, und Mr. Kelvin, der Physiker, hat, wie Sie hier lesen, eine der großen Weltsensationen. Das war ein frühes Spotify. Das war ein System, das in New York gebaut worden ist. Und zwar, man konnte über Telefonie, konnte man sich Live-Musik, heute würde man sagen Mutzak, Fahrstuhlmusik, ins Haus bringen lassen. Das war ein Riesenboom in New York. Ganze Restaurants, ganze Hotels wurden beschallt, aber auch Privathaushalte. Und die Musik wurde gemacht eben mit dem Telharmonium. Das war ein früher Synthesizer, 200 Tonnen schwer, 8 Stockwerke hoch am Broadway. Eine Weltsensation. Es gab keine Verstärker damals, deshalb brauchte man Generatoren, um die Leistung auf 15.000 Watt rauf zu jatzen. 4.000 Hertz, und da saßen dann wirklich an dieser Riesenorgel saßen Menschen und haben gespielt, haben Live-Musik gespielt nach halb New York. Das war, wie gesagt, ein Weltwunder. 1915 hat man den Röhrenverstärker erfunden, und kurz darauf hat Giulio Marconi das Radio erfunden, und plötzlich war alles tot. Ist das Telharmonium war von einem Tag auf den anderen tot. Und auch für mich am Schluss noch was Tröstliches: Wir wissen heute nicht, was das Telharmonium von heute ist, weil wir eben nicht einmal wissen, was in der digitalen Welt auf uns zukommt. Wo ist eine Entwicklung, die sozusagen alles auf den Kopf stellen wird? Und ich frage mich dann immer, was ist das Telharmonium von heute? Und ich glaube, das sollte man auch immer mitbedenken. Dann noch kurz am Schluss, auch in eigener Sache noch einmal, vielleicht wer das Profil gelesen hat, die Woche schon, sind wir auch sehr prominent zitiert worden, wo ist Österreich noch Weltmeister in der Kultur, nicht nur in der vergangenen, aber auch in der gegenwärtigen. Wir sind gerade im Jubiläumsjahr 2018. Wir feiern 4 Todestage, wir sind ja in Wien, wir feiern Todestage besonders gern. Otto Wagner, Kolomoser, der Erfinder des Logos, auch für uns Marketingmenschen sehr spannend. Gustav Klimt und Egon Schiele wurden alle dahin gerafft im 1918er Jahr, und wir haben eine sehr schöne Kampagne gemacht, die auch für einige Aufregung gesorgt hat, weil wir die Frage gestellt haben, wie modern sind wir heute? Und wir haben ein paar Entwürfe gemacht für Out-of-Home-Kampagnen in Großbritannien und Deutschland und sind sehr schnell an unsere Grenzen geraten, nämlich mit dem Thema Nacktheit. Das war übrigens auch der New York Times eine Geschichte wert, also unsere Kampagne. Und das will ich zum Abschluss noch kurz präsentieren unter dem Hashtag To Art It's Freedom. Also der Kunst ihre Freiheit steht auf der Sezession, wichtiger denn je, weil ich glaube, dass Freiheit ein besonders wichtiges Gut ist, und dass ohne Freiheit gibt es auch keinen Tourismus. Und das möchte ich zum Abschluss noch zeigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal herzlich willkommen in Wien. Danke sehr. Das ist ja einfach nur ein Abbild eines Geschlechtsteils, mein Gott. Also. Mir sind die Plakate aufgefallen, ich habe sie in der Zeitung gesehen. Ich finde die Egon Schiele Plakate ganz toll. Ich finde dieses Motiv doch sehr anstößig. Die Leute suchen etwas, um sich aufzuregen. Das ist ganz normal. I absolutely love the ad.
by Darren. It's naughty. Dankeschön. Dankeschön, Norbert Kettner, für diesen Überblick über die Entwicklung des Tourismus in Wien mit dem nekrophilen Ende. Sehr gut passend, um mit dem jetzt in die Pause gehen zu können bis 16 Uhr. Dann erwartet uns eine spannende Studie, die uns das WIFO oder Vertreter des WIFOs präsentieren werden über die Arbeitskosten im Tourismus in Österreich mit ganz aktuellem Datenmaterial, nicht unwichtig für so manche Argumentation einer Interessensvertretung. Wie gesagt, in knapp einer halben Stunde, in 20 Minuten um 16 Uhr geht es dann weiter. Bis dahin.